Josip Stanisic verlängerte binnen weniger Monate zweimal seinen Vertrag beim FC Bayern und diesmal steht auf dem gültigen Arbeitspapier 2025. Wie im Sport1-Podcast Meine Bayern-Woche enthüllt, kamen die Bayern-Verantwortlichen damit dem bislang unbekannten Interesse einiger namhafter Vereine aus dem Ausland zuvor, die sich nach dem 21-Jährigen erkundigt hatten. Denn der Rechtsverteidiger ist bislang eine der Überraschungen der Saison, weil er sich unter Julian Nagelsmann einen Platz im Profikader erarbeitet hat und regelmäßig Spielzeit erhält. Zudem stand er zuletzt zweimal in Folge in der WM-Qualifikation in der Startelf der kroatischen Nationalmannschaft. Nagelsmann machte Stanisic nach der Vorbereitung klar, dass er große Stücke auf ihn hält. Eine Leihe oder gar ein Verkauf waren seitdem kein Thema mehr. Josip ist ein toller Junge. Wir trauen ihm zu, diesen ganz wichtigen Schritt ins Profiteam so gut zu setzen, wie ihm das bisher auf dem Campus gelungen ist, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidžić damals. Erst Anfang Juli stattete ihn der Verein mit einem Profivertrag bis 2023 aus, weil sein Kontrakt auslief. Die spanische Justiz hat immer noch keinen Termin für die Entscheidung über eine Berufung von Lucas Hernández festgelegt. Dies bestätigte ein Sprecher der Gerichtsverwaltung der DPA am Freitag. Man habe den Fall zwar mit den Richtern besprochen, vor nächsten Dienstag werde es aber nichts Neues zu einem möglichen Verhandlungsdatum geben. Das macht einen Haftantritt von Hernández wahrscheinlicher. Der Bayern-Star muss nach dem Verstreichen einer 10-tägigen Frist am kommenden Donnerstag für den Antritt einer 6-monatigen Gefängnisstrafe vorstellig werden. Das Problem vor dem Landesgericht, das den Fall nach der Ablehnung eines ersten Antrags auf Berufung nun verhandeln soll, wartet man teilweise bis zu 6 Monate auf einen Termin. Es ist also durchaus möglich, dass Hernández eine Gelegenheit zur erneuten Verteidigung bekommt, wenn er seine Haftstrafe schon begonnen hat. Sollte seiner Berufung dann stattgegeben werden, könnte er das Gefängnis aber zumindest vorzeitig verlassen. Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz ist nach der 1:4-Pleite gegen Mainz der Kragen geplatzt. Wir waren die Vorspeise für Mainz in der ersten Halbzeit. Wir waren nicht auf dem Platz, gewannen keinen Zweikampf, bekamen keine gelbe Karte, stellte er im The Zone-Interview klar. Einmal angefangen, redete sich Gikiewicz immer weiter in Rage. Geht das so weiter, spielen wir ab kommendem Sommer in der zweiten Liga? Das muss jedem klar sein. Es ist der 9. Spieltag und wir haben 6 Punkte. Viel zu wenig. Wir haben Angst, mit dem Ball zu spielen, gehen nicht in die Duelle. Es war einfach gar nichts heute. Augsburg steht demnach nach dem 9. Spieltag auf Platz 16. Das WM-Duell in der Formel 1 wird immer giftiger. Zu Beginn einer schnellen Runde im zweiten freien Training waren Max Verstappen und Lewis Hamilton nebeneinander fast Reifen an Reifen auf die erste Kurve zugerast. Hamilton steckte auf der Innenseite nicht zurück, was Verstappen offenbar überhaupt nicht gefiel. Daraufhin zeigte Verstappen den Mittelfinger in Richtung Hamilton. Dummer Idiot, schimpfte er. Seine Box versuchte ihn zu beruhigen. Ignoriere es, kümmere dich nicht darum. Verstappen ist als WM-Führender in das Wochenende in Austin gegangen. Der Niederländer liegt mit 262,5 Punkten knapp vor Hamilton.